Was geht? Willkommen zu einem neuen How-To-Video. Ich erkläre euch heute ein Wallride. Wenn ihr neu auf dem Channel seid, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert und ein Like da lasst. Ansonsten könnt ihr mich auch auf TikTok und Instagram abonnieren. Link packe ich in die Beschreibung. Außerdem vielen Dank an Kunstfunk für die neuen Klamotten. Die sind richtig nice geworden. Checkt die aus. Den Link packe ich auch in die Beschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Wallride an. So, angefangen bei der Fußstellung. Wenn ihr rechts vorne seid mit dem Pedal, dann solltet ihr euch eine Wand auf rechts suchen. Und umgekehrt, wenn ihr links vorne seid, dann solltet ihr euch eine Wand auf links suchen. Für die Goofy-Fahrer unter euch, bei euch gibt es kein falsch oder richtig. Ihr müsst einfach nur schauen, was sich für euch am besten anfühlt und dann einfach ausprobieren. Bevor ihr jetzt an der Wand springt, vergewissert euch, dass die Wand stabil genug ist und vergewissert euch auch, dass es keinen Ärger geben kann, wenn ihr dran springt, weil am Anfang werden auf jeden Fall ein paar Macken oder Kratzer zu sehen sein, wenn ihr das erste Mal an der Wand springt. Checkt es erstmal ab, dann seid ihr auch safe und dann gibt es keinen Ärger. Falls ihr noch nie an der Wand gesprungen seid, dann solltet ihr euch erstmal herantasten. Da sucht ihr euch am besten so eine Wand mit einem 45 Grad Winkel. Kann auch ein bisschen steiler sein, je nachdem, was ihr euch zutraut. Aber um einfach ein Gefühl zu bekommen, weil ihr nehmt beim Wallride eine ungewohnte Position ein und die solltet ihr euch erstmal antrainieren. So, der nächste Schritt für den Wallride wäre jetzt den Wallride aus einer Bank wie hier zu üben. Ihr habt eine Bank und einen 90 Grad Wallride. Könnt ihr euch auch ganz einfach selbst bauen. Ein paar Bretter, ein paar Steine, im besten Fall noch ein paar Autoreifen. Aber ja, achtet darauf, dass es halt nicht wegrutschen kann. Das ist eigentlich so die beste und einfachste Möglichkeit, den Wallride zu erlernen. Achtet darauf, wenn ihr jetzt aus einer Bank an der Wand springt, dass ihr rechtzeitig abspringt, um die richtige Lehnung einzunehmen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Vorderrad etwas höher als das hintere. Das dient dazu, dass ich einfach mehr Kontrolle im Wallride habe und im besten Fall noch ein paar Tricks rausmachen kann. Hätte ich jetzt mein Vorderrad auf der Höhe vom Hinterrad, dann kann es einfacher passieren, dass mein Vorderrad einfach nach unten abhaut, wie in diesem Beispiel. Das ist ein ekelhaftes Gefühl, deswegen achtet darauf, dass euer Vorderrad einfach etwas höher ist als das hintere. So, wenn ihr wieder von der Wand wegkommen wollt, dann macht ihr so einen kleinen Bunnyhop. Also ihr müsst eigentlich nicht viel machen, nicht viel Kraft aufwenden. Ihr zieht dann eigentlich nur am Lenker und zieht einfach wieder auf die Bank, dass ihr wieder geradeaus fahren könnt. So, der nächste Schritt wäre jetzt den Wallride aus dem Bunnyhop zu erlernen. Dafür solltet ihr auf jeden Fall schon mal einen guten Bunnyhop können. Das erste, was ihr machen solltet, ist den Winkel herauszufinden. Da ist generell so ein 45 Grad Winkel am besten. Da habt ihr eigentlich am besten Zeit, die richtige Position zu finden. Und ihr bekommt mehr Grip, wenn ihr an die Wand springt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel fast schon parallel an der Wand springen würdet, würdet ihr halt direkt wieder runterrutschen. Deswegen eher frontaler auf die Wand zufahren. Da ihr jetzt keinen Kicker oder Bank zur Hilfe habt, solltet ihr vielleicht etwas höher als gewohnt springen. Da habt ihr auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, euch in die gescheite Lehnung zu begeben. Am besten ist es auch, wenn ihr euch eine Wand mit einem rauen Profil sucht. Dann ist es auf jeden Fall auch einfacher und ihr rutscht nicht direkt wieder ab. Hier solltet ihr auch wieder darauf achten, dass euer Vorderrad etwas höher ist als das Hinterrad. Hat denselben Zweck im Endeffekt. Also beim Wallride spielen auf jeden Fall viele Faktoren eine Rolle. Sprich Geschwindigkeit, Distanz, Winkel und Höhe. Deswegen müsst ihr auch viel rumprobieren, bis es mal funktioniert, sage ich mal. Und die meisten Probleme haben wir auf jeden Fall mit diesen vier Faktoren was zu tun. Also ja, probiert ein bisschen rum und dann sollte es auch klappen. War es das schon wieder. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich versuche die zeitnah zu beantworten. Vergesst nicht zu abonnieren, würde mich freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.